Was genau ist eigentlich Disrespect? Disrespect ist eine Plattform für Video-Battle-Rap, um Leute mit dem gleichen Interesse zu connecten. Seit der Gründung war uns auch ebenfalls wichtig, keine Communities auszugrenzen und jeden mit einbinden zu können. Alles das zu behaupten und überhaupt nichts zu tun, ist natürlich sehr, sehr einfach, bedeutet, jetzt kommen die aktuellen Pläne von Disrespect, die das nochmal in die Tat umsetzen sollen. Also, dass der Disrespect-Discord jetzt einfacher gehalten ist und deutlich einsteigerfreundlicher, ist schon mal die eine Sache. Allerdings wird es noch große Veränderungen geben für unser Social Media und für unsere Website. Das erste, was ich euch schon mal offiziell ankündigen möchte, ist, dass Disrespect wieder ein eigenes Turnier starten wird. Hierbei wird es sich um kein Gimmick-Turnier handeln wie das SRB oder das DLBDW, das ihr bis jetzt auf dem Kanal gewohnt seid. Allerdings wird es sich immer noch sehr von den Turnieren unterscheiden, die ihr sonst auf anderen Kanälen gewohnt seid. Ihr könnt mir jetzt zustimmen oder nicht, aber ich finde, Video Battle Rap hat über die letzten 10 Jahre sehr viele Probleme angehäuft, ohne sie richtig zu bekämpfen und sie einfach zur Gewohnheit gemacht. Ich wollte das hier nur etwas anschneiden, es wird nochmal ein gesamtes Video dazu kommen über die aktuelle Lage und das kommende Turnier. Aber mit dem kommenden Disrespect-Turnier werde ich vor allem auch versuchen, viel auf die neue Zeit zu übertragen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass sich alles mit der Zeit etwas ändert für einen guten Wandel und damit Dinge interessant bleiben, und ich finde, Battle Rap hinkt da etwas zu weit hinten. Natürlich gibt es viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass Battle Rap immer kleiner wurde, ob es jetzt daran liegt, dass es für Zuseher immer einsteigerunfreundlicher wird oder auch, dass sich keine großen Organisationen mehr hinter den Projekten befindet, aber vielleicht auch, dass sich Social Media und Musik einfach zu schnell entwickelt hat und Battle Rap da nicht mithalten konnte. Es gibt da sehr viel, was man da ansprechen könnte. Wie gesagt, die Webseite wurde nicht einfach so gebastelt, die hat schon nochmal einen viel größeren Zweck. Wäre es jetzt einfach nur ein Turnier, das ich auf YouTube führen würde, würde ich keine Website brauchen, jeder, der den Kanal sieht, kann das Turnier verfolgen. Abgesehen davon wird die Seite auch einiges unkomplizierter und einsteigerfreundlicher machen, aber dazu kommen wir dann im nächsten Video. Eine Sache kann ich schon mal ankündigen, die Runden werden nicht direkt auf dem Disrespect-Kanal erscheinen, weswegen auch die Website recht wichtig sein wird. Mir ist es wichtig, dass ihr eure Runden selbst vermarkten könnt, selber hochladen könnt, wo ihr wollt, dass ihr sie uploaden könnt, wann ihr wollt, dass ihr vermarkten könnt daraus, was ihr wollt, also dass ihr komplett die eigenen Rechte daran habt. Wer jetzt zugehört hat, wird bemerken, dass auf dem Disrespect-Kanal dann keine Runden erscheinen werden. Wahrscheinlich wird sich das dann im Finale oder im Halbfinale ändern, damit die Spannung hoch genug ist. Allerdings wird es anderen Content auf Disrespect geben in der Zeit. Ich will natürlich das Turnier gut genug promoten, abgesehen davon, dass jetzt bald noch eine Promophase kommt, wo ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf das Turnier lenken werde, sollte dann das erste Infovideo kommen. Werde ich auch, wenn das Turnier mal gestartet hat, immer wieder Content zum Turnier machen. Es wird dann auch immer wieder Content zum Turnier geben auf YouTube, TikTok, Instagram. Da werde ich immer wieder die Zuschauer nach ihrer Meinung fragen, Hook-Zusammenschnitte machen, vor dem Battles-Promo, nach den Battles-Promos. Ich kann mir vorstellen, dass es noch Videos gibt, wo ich meine eigene Meinung da ab und zu reingebe, aber an der Stelle solltet ihr euch nicht zu viele Sorgen machen. Ich bin ein klarer Freund von der Gewaltenteilung und ich möchte auch nicht, dass sich irgendjemand benachteiligt fühlt, weil irgendjemand mit mir vielleicht ein Problem oder sowas hat. Wenn ich irgendein Video erstelle, wo ich meine Meinung sage, wird es auf den restlichen Turnierverlauf gar keine Auswirkungen haben. Ich werde mich komplett aus Bewertungen und aus Juryzuteilungen raushalten. Ich werde darauf achten, dass alles fair abläuft, dass niemand benachteiligt und niemand präferiert wird. Wie ich das angehe, kommt wie angekündigt im nächsten Video, da werde ich alles detailliert erklären. Ich werde auch erklären, warum ich diese Schritte setze. Das mag jetzt für manche Leute etwas willkürlich wirken, aber es hat schon alles seinen Hintergrund. Aber jetzt kommen wir zum großen Themenswitch. Es wird nicht nur ein Turnier geben und dazu dann Bonus-Content, und das wird dann der ganze Disrespect-Kanal sein. Wenn das Turnier startet, dann wird auch die Website erst so richtig in Gang gesetzt. Bedeutet, ich kann auch noch viel besser mit den anderen Turnieren zusammenarbeiten. Ich habe mich da schon mit ein paar Turnieren abgesprochen. Wie im letzten Video angekündigt, werden die auf unsere Website natürlich auch ihre News posten können. Allerdings werden noch ein paar zusätzliche Videos von uns erstellt, ein bisschen zu den anderen Turnieren erscheinen können, sodass wir auch auf diese Weise noch vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit auf andere Turniere lenken können und an sich vielleicht auch einfach interessanten Content erstellen können. Ich stelle mir da so Videos vor wie Hook-Zusammenschnitte, Punchline-Compilation, Top 5 Battles nach Zuschauervoting und so weiter, und da gibt es auch keinen Grund, nicht kreativ zu werden, also das wird schon alles mit der Zeit ankommen. Allerdings waren das immer noch nicht alle Pläne. Eine große Ankündigung habe ich mir noch bis zum Schluss aufgehoben. Ich habe mir nämlich etwas überlegt, was ziemlich geil werden könnte, vor allem wenn es auch dann wirklich genug Leute interessiert. Das Turnier verläuft ja großteils auf den Kanälen der Teilnehmer, abgesehen von dem Zusatzcontent, den ich sonst so erstelle. Bedeutet, es gibt ja dann vergleichsweise recht wenig eigenen Battle Rap auf diesem Kanal. Wer jetzt den ganzen Gimmicks hinterher trauert, die ich gerade noch verbannt habe, kann sich jetzt freuen. Ich werde noch einen besseren Namen dafür finden müssen. Das ist erstmal ein Working Title, aber ich nenne es mal Battle Rap Events. Alle 2 Monate wird es ein neues Event geben mit einem neuen Thema. Das wird kein Turnierkonzept sein, das werden einfach nur Bonus-Battles sein. Ihr müsst euch da aber keine Sorgen machen wegen Rematches oder sowas. Ihr werdet euch die Texte dann nicht vorwegnehmen oder ihr werdet auch nicht das gleiche schreiben, was ihr in normalen Battles schreiben würdet.
Je nachdem, wie gut ein Thema ankommt, werde ich es dann im nächsten Jahr wiederholen oder eben auswechseln. Die Webseite ist natürlich noch ein bisschen in Arbeit, damit man nicht zu lange wartet, bis mal etwas auf Disrespect passiert. Habe ich mir gedacht, kündige ich schon mal das erste Event an. Das wird das April-Event sein. Ich werde das Event immer 2 Monate vorher ankündigen, sodass ich auch genug Teilnehmer finde, damit dann auch im April genug Battles hochgeladen werden. Für April habe ich mir ein sehr, sehr klassisches Konzept ausgesucht. Das sind nämlich die guten alten Bad Bar Battles. Ich habe versucht, die Themen etwas an die Monate anzupassen und April Joke hat sich ein bisschen richtig angefühlt mit den Bad Bars Battles und ich finde es auch als Gimmick recht einsteigerfreundlich. Ich werde im Disrespect Discord und auf Social Media noch etwas herumfragen, wer da vielleicht Lust haben könnte. Wer sich allerdings schon von sich aus bei mir melden möchte, kann sich bei der eingeblendeten E-Mail-Adresse oder bei dem Discord-Tag melden oder unter einem der Posts, die dann noch veröffentlicht werden, einfach einen Kommentar schreiben. Das werde ich dann auch schon sehen können. Ursprünglich wollte ich schon mit Februar beginnen, aber den habe ich jetzt erstmal ausgelassen, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit mit der Vorbereitung habe. Ich persönlich würde mir ja wünschen, dass wir pro Event 4 Battles hochladen können, also ein Battle pro Woche. Am Ende von jedem Event wird es dann nochmal einen Livestream geben, da lade ich mir ein paar Gäste ein und wir schauen uns zusammen die Battles an und bewerten sie dann gemeinsam, beziehungsweise ich werde sie nicht bewerten, wegen Gewaltenteilung, ich habe das schon mal erklärt. Natürlich sollten die Battles etwas lockerer vonstatten gehen. Es ist jetzt kein ernstes, verbissenes Battle. Es ist ein lustiges Gimmick-Battle. Und vor allem in den Videos müsst ihr euch nicht sehr viel Mühe geben. Ich werde das dann nochmal mit euch besprechen, wenn wir dann die Battles ausmachen. Wenn ihr Lust hättet auf ein Bad Bars Battle auf dem Disrespect-Kanal, dann schreibt mich gerne an. Vor allem auch, wenn ihr schon euren Gegner habt, dann könnt ihr gemeinsam zu mir kommen und das Battle offiziell machen. Das nächste Video wird jetzt hauptsächlich über das Turnier gehen, das jetzt kommen wird. Allerdings seht das noch nicht als das offizielle Ankündigungsvideo. Es kann ja sehr gut sein, dass es die meisten Leute überhaupt nicht interessiert, wo ich irgendwelche Probleme sehe oder was für Ziele ich mir mit dem Turnier setze. Für die ist es eigentlich nur wichtig, was sie wo abgeben müssen, wie viel sie dafür bekommen und generell den Turnieraufbau und das ist auch völlig okay so. Das Ankündigungsvideo sollte ja auch ein sehr kurzes und kompaktes Video werden, damit auch jeder einfach schnell Bescheid weiß und ich nicht zu viele Leute mittendrin verliere, die mit den meisten Sachen überhaupt nichts anfangen können. Was dieses Video betrifft, bin ich jetzt erstmal fertig mit Reden, bedeutet, ich verabschiede mich und wir sehen uns im nächsten Video.